Hi, herzlich willkommen zu einer Kleiderschranktour im Winter. Ich habe das Ganze schon mal im Sommer gemacht und jetzt möchte ich dir zeigen, wie mein Schrank im Winter aussieht. Ich habe einen sehr großen Kleiderschrank, also hier ist eine Hälfte und da drüben ist nochmal dieselbe Hälfte. Und ich versuche das immer so zu ordnen, dass ich halt eben auch selbst sehr gut zurechtkomme. Und ich glaube, der Schrank ist sogar ein bisschen aufgeräumter als der andere. Also hier oben beginnt alles mit so Jacken. Hier habe ich Joggingjacken. Also die kann man draußen auch anziehen, außer den hier. Das hier ist eine meiner absoluten Lieblingsjacken. Ist aber zu dunkel jetzt. Und hier habe ich dann noch so zwei Cardigans. Eine Jacke, wo ich auch den schönen Bulli dazu habe. Das ist so ein Komplett, weil der Bulli ist in der Wäsche, sonst hängt der auch darunter. Dann habe ich hier noch Jeansjacken und so eine andere Jacke für den Berg und so, zur Windstopper, noch eine normale. Hier sind meine Gilets, die ich eigentlich super, super selten trage. Und hier habe ich dann meine ganzen Sommersachen, also meine Röcke und Hosen, die ich halt aufhängen muss, ansonsten würden sie hier auch nicht hängen mehr. Hier unten habe ich Pyjamas mit Hosen und sind alles Langärmel-Pyjamas und das meiste sind Hosen tatsächlich. Hier habe ich dann meine Jogginghosen, wo einige fehlen. Und hier sind dann zweimal Jeanshosen. Und zwar hier dunkel und hier hell. Und eine helle habe ich davon natürlich auch an. Und der Bulli gehört eigentlich nicht hierher, aber ich habe ihn irgendwie nur da reingeschmissen. Und hier unten sind meine Bettsachen. Also mein Bettzeug ist nicht so weiter interessant. Das sind einfach Decken, Spannbetttücher und eben ganz normal Kissenbezüge. Hier oben ist dann so die Jacken- und Bulli-Abteilung. Hier habe ich die ganz dicken Bullis, wo die meisten fehlen, weil sie noch in der Wäsche sind. Hier habe ich Jacken und das hier ist ein Cardigan. Hier sind nochmal Jacken, aber die sind ein bisschen dünner und sind auch so teilweise Cardigans oder so ein bisschen längere, was ich auch super finde. Und hier sind so diese Joggingjacken, also die trage ich zwar auch so, das sind halt eher so ein bisschen, ja, weniger elegant, sagen wir so. Ganz oben sind Sachen, wo ich zu klein bin, um richtig raufzukommen ohne Stuhl. Deswegen sind da so Sachen, die ich nicht ganz so oft trage. Hier sind so Kapuzenpullis und das darunter ist noch so ein Gilet, was man jetzt auch nicht so trägt. Das sind so ganz dünne Jäckchen, die nur Dreiviertelärmel haben. Und das ist noch so ein dickes Pyjama, was ich sehr selten trage, weil ich immer zu warm habe. Hier sind zwei Pullis, die ich nicht so oft trage, weil sie einfach eingelaufen sind, aber ich liebe sie und kann sie nicht wegschmeißen. Und hier drüben sind meine Freiwild-Shirts und auch noch mein Levi's-Shirt. Müsste da irgendwo sein. Auf jeden Fall sind das die Fan-Shirts. Und weiter geht es jetzt mit der zweiten Schrankhälfte. Auch die ist so ein bisschen gleich eingeteilt wie die andere Schrankhälfte daneben. Nur hat sie unten kein Brett mehr, sondern hat hier nur zwei Bretter. Und hier hängen natürlich auch wieder ganz viele Sachen. Ich liebe es, wenn es einfach so schön aufgehängt ist alles. Hier habe ich zwei Montura-Jacken, die ich über alles liebe, weil sie so kuschelig sind. Dann habe ich hier noch eine Jacke von meiner Mom, die mir super passt, so für den Frühling. Hier sind dann Blusen. Ich muss sagen, ich bin kein Blusen-Fan. Wirklich nicht. Aber ich habe jetzt herausgefunden, dass es manchmal ganz süß aussehen kann unter einem Pulli. Eine ist tatsächlich in der Wäsche. Und das sind auch noch so ganz dünne Blusen. Die kann ich mir auch jetzt ganz gut unter einem Pulli vorstellen. Mochte ich sonst nie den Style, aber ich habe es probiert und das sieht echt ganz gut aus. Ich habe mir auch die alle nicht selbst gekauft. Die waren alle Geschenke von meiner Mom oder so. Von meiner Tante. Ja, und hier sind dann noch so Kurzärmelblusen. Hier dasselbe Spiel. Ich habe mir kein einziges selbst gekauft. Das hier ist so eine Wanderbluse, also so ein Dry-Dings. Hier habe ich dann so Jeans-Sachen. Also das ist so ein Jeans-Shirt. Hatte ich noch nie an. Und so drei verschiedene Jeans-Hemden in allen erdenklichen Farben. Ich liebe Jeanshemden. Und hier sind meine Kleider, die ich auch sehr, sehr feiere, seit ich so abgenommen habe überhaupt. Sonst habe ich nicht so gerne Kleider angezogen. Und hier hängt mein Bademantel, der gerade runtergefallen ist. Ich weiß nie, wie man die richtig aufhängt, damit sie nicht runterfallen. Hier unten habe ich meinen Platz auch optimal genutzt. Ich habe hier einmal meine Strumpfhosen und Leggings verpackt. Hier drin sind so meine Sportsachen, also Leggings und Co. Hier drin habe ich Sachen, wo ich was nur drüber ziehen kann auch. Und noch so ein paar Sommer-T-Shirts, die sehr sommerlich sind. Und hier drin sind meine ganzen Schals. Also von dick bis dünn ist hier wirklich alles dabei. Und ganz unten sind auch noch ein paar so Sommer-T-Shirts, also so diese
Spangelsachen. Und hier hinten sind noch meine Taschen, die ich nicht mehr trage, aber die mal voll in waren. Also so eine Gola-Tasche zum Beispiel. Oder auch die Schultasche habe ich noch da. Hier oben habe ich einmal weiße Langärmel-T-Shirts und auch noch so ein schwarzes. Und hier ist sozusagen der Strich. Hier sind nämlich kurzärmelige weiße T-Shirts. Und hier unten habe ich so richtig coole T-Shirts, die man vielleicht nicht ganz so oft trägt, aber die was Besonderes sind. Ich zeige dir mal kurz, wie die aussehen. Also die sind so cute. Einmal ist es das und einmal so. Also so was ganz anderes habe ich von meiner Cousine bekommen. Sind tatsächlich so ein bisschen dicker, also man kann sie bald tragen. Hier drüben habe ich dann so Langärmel-Shirts, wo ich die meisten eigentlich echt nur drunter anziehe, weil sie mir entweder zu kindisch sind oder eingelaufen sind oder so Flecke haben. Deswegen, ja, so oft sieht man mich nicht in solchen T-Shirts. Hier drüben sind dann Pullis, also so ein bisschen dünnere Pullis eigentlich und in allen möglichen Farben, wie man sehen kann. Am liebsten trage ich tatsächlich schwarz und rot. Und hier drüben sind dann ein bisschen dickere Pullis, beziehungsweise auch ein Rollkragen ist dabei. Ja, weil Bullis brauchen einfach Unmengen an Platz, wie ich finde. Ja, im Sommer hat man mehr Platz als im Winter. Und das letzte ist natürlich wieder ganz oben und ich komme da wieder nicht ganz so gut hin. Hier habe ich einmal so T-Shirts, die man unter Bullis auch noch tragen kann, also die ein bisschen dicker sind. Beziehungsweise jetzt kann man sie dann bald auch unter Jacken tragen. Hier sind 3/4 T-Shirts und hier drüben sind so Bullis, die ich nicht ganz so oft trage. Also das ist so ein Rollkragenbulli zum Beispiel, den ich eigentlich süß finde, aber wirklich schon ewig nicht anhatte. Und die sind auch so ein bisschen, ja, ein anderer Style, der nicht überall dazu passt.